I'm sure you wonder, but who is going to get the first prize? Lukas Sterner. Also ein Wettbewerb ist für mich auch eher ein Wettbewerb mit einem selbst. Irgendwie so. Also gar nicht so gegen die anderen, sondern eher, dass man bei sich schaut, wie man künstlerisch weiterkommt. Und deswegen habe ich es eigentlich bis jetzt immer sehr gern gemacht, weil man sehr, sehr viel dazulernt. Aber ich hoffe und ich glaube auch, dass jetzt nach diesem Erfolg ich keinen mehr machen muss. Hoffentlich. Also die Wettbewerbsvorbereitung jetzt für den ARD-Wettbewerb war sehr, sehr speziell. Im Juni habe ich mir den linken Ellbogen gebrochen. Und dann fiel er mal 1,5 Monate von der Vorbereitungszeit weg. Und dann war erstmal so, okay, geht es sich überhaupt mal aus, dass ich es noch bis dahin hinbringe? Ist der Arm dann okay? Machst du halt das Beste draus. Das ist wie im Leben. Ne? Irgendwie bist du mit einer Situation konfrontiert und weißt nicht, was sollst du machen, aber man macht halt, was man kann. Also was ich dadurch definitiv gelernt habe, ist vor allem, wie sehr ich das Klavierspielen liebe und wie sehr ich es brauche. Weil nach 1-2 Wochen bist du wirklich schon so, ich will jetzt spielen. Also ich konnte mit einer Hand spielen, aber es war halt nicht das Gleiche. Ne? Und da merkt man wirklich, wie sehr es dann einem abgeht. Man merkt ja immer, was einen für einen was bedeutet, wenn es dann nicht mehr da ist. Also Klang ist irgendwie sowieso ein Phänomen für mich. Also gerade auch dieses Teilen mit anderen, also die Klänge mit anderen teilen, weil jeder nimmt die doch anders wahr. Ne? Dann kommt natürlich Akustik und Klavier wieder alles und haut den ganzen Salat zusammen. Aber das lernt man dann irgendwie ein bisschen mit mehr Erfahrung. Tatsächlich eine Suche, irgendwie so ein Work in Progress. Ich glaube, der wird auch nie aus sein. So eine Klangsuche. Also für mich ist das wichtigste Wort, das wichtigste Schlagwort hier authentisch. Und das ist es wahrscheinlich, wenn man am wenigsten drüber nachdenkt. Und das versuche ich auch. Also irgendwie so einen möglichst direkten Zugang zu Klang zu finden. Ich liebe sowieso, wenn irgendwie Pianisten dann ohne viel drumherum und Winkel und Ellbogen und bla bla bla, sondern einfach die Taste drücken und Magie passiert einfach. Also es war sicher nicht das erste Mal, dass ich was Zeitgenössisches gemacht habe, aber es war schon das erste Mal, dass ich was im Flügel gemacht habe. Also die Erfahrung war komplett neu. Also das war schon sehr, sehr neu und da habe ich sehr, sehr viel dazu gelernt, weil man auch, wenn du mal im Flügel was gemacht hast, du bist viel feiner für Details. Also du hörst dann auch Mozart auf den Tasten ganz anders. Ich bin wirklich wahnsinnig mit Glück beschenkt, dass ich so ein tolles Umfeld habe und man wirklich, also sowas wie abheben oder so, das ist, denke ich, bei mir wirklich kein Problem, weil da bleibt man einfach wirklich bei sich und bei Familie und Freunde einfach. Ich meine, es ist wahnsinnig toll, dass ich mit so vielen Menschen einfach diese großartige, ja, Schöpfung der Kreativität irgendwie teilen darf, aber trotzdem sind wir eben noch auf, ja, Planeten Erde und wir sind alle irgendwie hier zusammen und machen das Beste draus. Und das darf man irgendwie da bei dem Ganzen drumherum nicht vergessen. Also auch, ja, so immer schön geerdet bleiben irgendwie.